Unsere Themen am Mittwoch. Lausitzer Wirtschaft stabil, aber in Sorge um die Zukunft. Energietrainer Pele Wollitz, bleibt er oder geht er? Und leckere Kalorienbomben ohne Reue genießen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Gut zwei Tage nach dem Abzug der letzten radikalen Kohlegegner ist mein Bewattenfall noch immer dabei, die letzten Spuren der Verwüstung zu beseitigen. Besonderer Augenmerk wird dabei auf die Wiederherstellung manipulierter Signalanlagen und zerstörter Gleise gelegt. Mittlerweile gilt als gesichert, dass sogenannte Aktivisten bewusst Züge entgleisen lassen wollten und dabei die Gefährdung von Menschenleben billigend in Kauf nahmen. Während Ende Gelände die Aktion als vollen Erfolg verbucht hat, haben außer den Grünen inzwischen alle Parteien sowie das Bündnis Pro Lausitzer Braunkohle die Aktionen als massive kriminelle Gewalttaten bezeichnet. Wie es mit der Südbrandenburger Wirtschaft weitergeht, wenn es eines Tages keine Braunkohleförderung mehr gibt, ist noch völlig unklar. Im Augenblick wird die Lage noch recht positiv eingeschätzt. Ein Ruhekissen ist das aber auf keinen Fall. Die Übergriffe auf Vattenfall am Wochenende hat auch Wolfgang Krüger, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, verfolgt. Der Braunkohleausstieg betrifft auch die Konjunktur der IHK. Aktuell beurteilen 91% der Betriebe in Südbrandenburg ihre Geschäftslage als gleichbleibend oder sogar gut. Trotzdem müsse die Politik in die Zukunft der Unternehmen investieren. Denn der Strukturwandel muss vorbereitet werden. Wenn es hier zu Veränderungen kommt, dann hat das entscheidende Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft der gesamten Region, auf die Beschäftigungsverhältnisse. Das zieht sich aber weiter bis hin zu dem Einzelhandel, den wir gerade diskutierten, dass schlichtweg dann den Menschen die Kaufkraft fehlt. Aktuell ist die Kaufkraft aber noch sehr hoch. Deswegen gibt es vor allem im Baugewerbe positive Entwicklungen. Grund dafür ist hauptsächlich der private Wohnungsbau. Öffentliche Aufträge gehen eher zurück. Große Probleme gibt es weiterhin im stationären Handel. Er wird immer mehr vom Onlinehandel verdrängt. Knapp 40% der Unternehmen erwarten rückläufige Einnahmen. Und wir sehen das heute schon an den Leerständen, die wir gerade in den kleinen und mittleren Städten in Südbrandenburg haben, wie einschneidend die Veränderung des Stadtbildes voranschreitet. Man wird diesen Prozess nicht mehr umkehren können, aber man wird sich Gedanken darüber machen müssen, dass die Wettbewerbsfähigkeit des stationären Einzelhandels nicht stärker eingeschränkt wird. Mit längeren Öffnungszeiten oder Öffnungen am Sonntag versuchen die Händler jetzt schon Kunden anzuziehen. Laut Wolfgang Krüger sei das aber ein Generationsproblem. Der Onlinehandel werde immer weiter zunehmen. Die Gastronomie in den Städten werde davon aber nicht betroffen sein. Kann der FC Energie den direkten Wiederaufstieg schaffen? Mit welchem Etat, welchen Spielern und vor allem welchem Trainer? Einige dieser Fragen haben wir schon gestern versucht zu beantworten. Einer hat sich bis dato jedoch noch nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert, Pele Wollitz selbst. Gibt es eine gemeinsame Zukunft mit Energie und Cottbus und wie kann die aussehen? Man sagt gerne, Zeit heilt alle Wunden. Im Fall von Klaus-Dieter Wollitz sieht das aktuell aber anders aus. Der Abstieg des FC Energie Cottbus nagt an den Trainer von Tag zu Tag mehr. Ein Gefühl, das ihn wohl noch eine Weile begleiten wird. Ja, und seitdem ist wirklich Leere. Und immer warum? Hätte man da einschreiten können, was hätte man machen können? Dann sagen viele, die 500, die dann vorher mal gesagt haben, was will der noch mit Matuschka, wie kann er jetzt Matuschka auswechseln? Matuschka kommt zu mir und sagt, er kann nicht mehr. Er hat alles rausgehauen. So, was machen wir jetzt? Das war ja so immer ein Waggonspiel, ja. Andere sagen auch Michel, wenn ich Michel von Anfang an spielen lassen hätte, hätte ich ihn in der Halbzeit rausnehmen müssen. Ja. Also das ist ja so,
Kapstein, ja, Kapstein, Kopfballspieler, ja, kann man machen. Weil kann ja höchstens noch ein hoher Ball kommen. Den köpft er weg, der ist so Kopfballstark. Also alles das diskutiert man. Und dann irgendwann wird man dann wach und ja, Viertligist. Der eine sagt Amateurfußball, viele sagen, ja komm, so schlimm ist es auch nicht. Ja, das ist doch auch schon unter Profibedingungen, ja, aber es fühlt sich alles dreckig an. Es fühlt sich alles scheiße an, es fühlt sich alles leer an und es fühlt sich einfach, ja. Viele Fragen sind derzeit offen. Wie sieht die Unterstützung der Sponsoren aus? Welche Spieler gehen den Weg in die Regionalliga mit? Und vor allem bleibt der Trainer. Antworten soll es zeitnah geben. Ich denke, dass am Wochenende, Anfang nächster Woche, die Entscheidung auch fallen müssen. Ne? Das muss man, es muss ja Klarheit geschaffen werden. Nur der Verein, jetzt unabhängig davon, da gibt es ja auch dann wieder die Diskussion, eher Plan B. Wie willst du einen Plan B aufstellen, wenn du nicht weißt, wie viele Sponsorengelder du hast, wenn du nicht weißt, wer sagt, okay, ich unterstütze gerade jetzt in der Situation. Ja, man kann ja auch aus dieser Situation, kann man ja auch Gewinn bringen, meine ich nicht immer mit Geld, ja, sondern kann man wirklich so eine Trotzreaktion im positiven Sinne, jetzt erst recht, das haben schon viele Vereine gemacht, Mainz, ich kann mich erinnern, die haben, glaube ich, viermal in Folge oder dreimal in Folge, ich weiß das jetzt nicht genau, ob das drei oder viermal, vielleicht war es auch nur, vielleicht war es sogar fünfmal heute, die sind immer im letzten Spiel nicht aufgestiegen. Und dann haben die sich mal so ein Käppi gemacht, ja, jetzt erst recht, Klopp als erster vorweg, ja. Man muss jetzt nicht hier das gleiche Käppi machen, und jetzt, aber kriegen wir das so hin? Und dann finde ich halt gerade, dass Leute, die Interesse oder sag ich mal, Sympathien haben und vielleicht auch hier schon sich Werte erarbeitet haben und auch Erfolge, positiv wäre doch jetzt, sowas zu unterstützen. Jetzt immer drauf zu hauen, was bringt denn das eigentlich? Dass der FC Energie Pele Wollitz am Herzen liegt, merkt man ihm an. Wenn es um die nächste Saison geht, spricht er im Wir. Bei Gesprächen mit Spielern ist er immer mit dabei. Ob es aber eine gemeinsame Zukunft geben wird, wird sich erst in den nächsten Tagen entscheiden. Die Polizei stellte gestern Abend in Ströbitz einen 27-jährigen Autofahrer, der mit einem abgemeldeten VW und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die am Polo angebrachten Kennzeichen wurden zuvor als gestohlen gemeldet. Das Auto wurde wegen Diebstahlverdachtes eingezogen, da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Zudem reagierte der Fahrer bei einem Test positiv auf Amphetamine und Kokain. Einer der größten Cottbusser Radsportler aller Zeiten feiert heute seinen 60. Geburtstag. Lothar Thoms wurde 1980 in Moskau mit Weltrekordzeit Olympiasieger. Der 1000 Meter Zeitfahrspezialist gewann zudem von 1977 bis 1981 viermal den Weltmeistertitel in Folge. 1981 wurde Lothar Thoms vom Weltradsportverband daher sogar zum weltbesten Radsportler gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Und damit zu weiteren Kurznachrichten. Und die beginnen ebenfalls mit schnellen Cottbussern, auch wenn sie quasi erst am Anfang einer möglichen Sportkarriere stehen. Schnellste Kinder gesucht. Beim Stadtwerke Kindersprint messen sich am Samstag wieder über 1000 Schüler im Laufen. Derzeit laufen die Vorrunden an 5 Cottbusser Grundschulen. Beim Finale können trotzdem alle Grundschulkinder aus Cottbus teilnehmen. Der sogenannte Endspurt startet um 10 Uhr in der Spreegalerie. Feiern wie Pückler. Im Branitzer Park wird am 21. und 22. Mai wieder das Gartenfestival gefeiert. Am Samstag und Sonntag dreht sich alles um Pücklers Gartenkonzept. Unter anderem gibt es Kutschfahrten durch den Park und Gondelfahrten zur Seepyramide. Hobbygärtner können sich auch Tipps für ihren eigenen Garten holen. Los geht's jeweils um 10 Uhr. Sportfest für Mädchen und Frauen. Workshops für jedes Alter und für jeden Sporttyp gibt es am 28. Mai. Beim Frauenaktionstag soll sie sportlich betätigt werden. Die Angebote sollen auch die Vereine vor Ort motivieren, noch stärker als bisher auf die Interessen von Mädchen, Frauen und deren Familien einzugehen. Der Stadtsportbund Cottbus und der Landessportbund organisieren die Veranstaltung. Los geht es ab 10 Uhr im Sportzentrum. Der Eintritt ist kostenlos.
Der erste warme Tag nach den Eisheiligen war heute für viele schon wieder ein guter Grund, sich die Kugel zu geben. Und zwar gut gekühlt in einer Waffel oder XXL im Becher. Schon die alten Römer waren große Eisfans. Kaiser Nero ließ sich sogar von Läufern Eis und Schnee aus den Alpen nach Rom transportieren. Das ist heute nicht mehr nötig, aber mit den zunehmenden technischen Kühlmöglichkeiten stieg auch die Liste der raffinierten Zutaten. Was leider nicht ganz ohne Folgen für die Gesundheit geblieben ist. Eiscafés haben in diesen Tagen wieder guten Zulauf. Besonders Eis aus hauseigener Produktion kommt bei den Gästen gut an. Es erfrischt und schmeckt, ist aber auch eine verführerische Süßigkeit. Deshalb sollten Genießer von Eiscreme auf kleine Mengen setzen und Sorten mit wenig Fett wählen. Marlene Nowotnik isst auch gerne Eis. Sie weiß aber als erfahrene Ernährungsberaterin, wo die Kalorien lauern. Seit vielen Jahren bietet sie der Region seriöse Ernährungsberatungen an, die auf ernährungswissenschaftlich fundierten Kenntnissen beruhen. Zahlreiche Kooperationspartner schätzen sie als Fachfrau der Region. Hält sie Eis für ungesund? Ja, die Menge macht's immer, das ist schon entscheidend, aber Eis ist vielleicht ein bisschen besser als sein Ruf. Es ist die Frage, welches Eis wir gerne bevorzugen und wie viel wir Eis essen. Ich glaube, manchmal ist es entscheidend, kleinere Mengen richtig genossen, hat man vielleicht mehr davon als große Mengen geschlungen. Nun gibt es hunderte verschiedene Sorten von Eis. Welche Unterschiede gibt es und was ist zu empfehlen? Es gibt verschiedene Kategorisierungen der Eissorten. Das fettigste Eis ist das Creme-Eis oder Eiercreme-Eis, sagt man dazu. Das hat neben den normalen Bestandteilen wie Milch und Zucker und Früchte oder je nachdem, oder Vanille, also geschmacksgebende Stoffe, hätte das eben halt auch noch Vollei. Und wenn dann noch dazu Schokolade käme oder Kakao, höherer Kakaoanteil, würde das vom Fettgehalt natürlich höher sein. Insbesondere dann, wenn es noch so einen Schokoladenüberzug gäbe. Als beispielsweise ein Milcheis oder ein Fruchteis oder gar ein Sorbet. In den letzten Jahren scheint es so, dass immer mehr Menschen an der sogenannten Laktoseunverträglichkeit erkranken. Ist für diesen Personenkreis Eis völlig tabu? Es gibt verschiedene Stufen der Laktoseunverträglichkeit. Die meisten Menschen, die eine starke Laktoseunverträglichkeit haben, sollten das normale Eis, was wir im Eiscafé bekommen oder selbst machen, eher nicht essen. Das gibt wahrscheinlich Blähungen und Verdauungsprobleme, einfach deshalb, weil der Milchzucker nicht abgebaut wird. Wenn er im Dünndarm nicht abgebaut wird, landet er im Dickdarm. Die Dickdarmbakterien freuen sich und machen Methangas draus und das gibt diese Blähungen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, es Eis selbst herstellen. Das ist kein Hexenwerk, das ist sehr einfach. Man nehme gefrorene Früchte, wahlweise Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Tropikfrüchte. Man gibt sie in einen Behälter, füllt es auf mit Joghurt und Milch und mixt es nur durch. Und schon hat man ein sorbetartiges Eis, was unglaublich lecker ist, was man jeden Tag ohne schlechtes Gewissen essen könnte. Ja, warum nicht einmal selber probieren? Es muss ja nicht immer die Kalorienbombe mit extra Sahnehäubchen sein. Das war's schon wieder für heute. Gleich im Anschluss sehen Sie noch das aktuelle Expertenangebot. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, vielleicht sogar mit einer eigenen Eiskreation. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Genießt die smarte Art der TV-Unterhaltung zu einem Top-Preis im Expertenangebot der Woche. Auf diesem 40 Zoll LED-TV genießt ihr eure Serien und Filme in 1080p Full-HD-Qualität und dank der 600 Hertz Clean-Motion-Technologie liefert er euch auch gestochen scharfe Bilder bei schnellen Bewegungsabläufen. Dank des eingebauten Triple-Tuners empfangt ihr euer Fernsehbild via Kabel, Satellit oder DVB-T. Bei diesem Fernseher braucht ihr keinen externen Receiver mehr dank des eingebauten CI-Plus-Moduls. Und für all eure anderen Geräte gibt es weiterhin 3 HDMI und einen USB-Anschluss. Smarter Preis und Smart TV verbindet euch ganz einfach über WLAN mit dem Internet und nutzt verschiedenste Apps oder den Webbrowser.
Ausgestattet ist dieser Fernseher mit der Energieeffizienzklasse A+ und verbraucht damit auch nur wenig Strom. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 279 Euro oder unter www.expert.de. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. In der kommenden Nacht ist es locker bewölkt, zeitweise klart es auch auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. Am morgigen Donnerstag lösen sich wolkige mit heiteren Phasen ab. Ganz selten kann es einen Schauer geben, meist bleibt es trocken. Und es wird deutlich wärmer. Die Temperaturen steigen wieder auf 21 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost. Wer einmal aufsteigt, will nicht mehr runter. Jetzt Probe fahren. Jetzt sparen mit den Mega-Sparwochen im Möbelzentrum Großrieschen. Und keinen Vorteil verpassen. Ab 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt. Und bei jedem weiteren Einkauf im Wert von 1.000 Euro bekommen Sie ebenfalls weitere 300 Euro geschenkt. Zusätzlich sogar mit 0% Finanzierung. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis, die exakte Vermessung Ihrer Räumlichkeiten und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel ab einem Einkaufswert von 500 Euro. Besuchen Sie uns auch am Brückentag nach dem Männertag. Möbelzentrum Großrieschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Gehen Sie auf Entdeckungstour mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz. Auf urlaubsreichaktiv.de finden Sie die schönsten Rad- und Wandertouren vom Spreewald bis ins Seenland. Ob Sehenswertes oder Freizeitspaß, Tipps entlang der Strecke führen Sie zu interessanten Orten. Mit der kostenfreien urlaubsreichaktiv.de App haben Sie alle wichtigen Infos zur Tour auf dem Smartphone immer dabei. Mit dem praktischen Faltplan zum Ausdrucken können Sie auch alle Touren ohne Smartphone erkunden. Radfahren und Wandern in der Lausitz? Natürlich mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz.